Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Runde Dungeon Keeper 2 mit mir, dem Tim. Und in der letzten Folge haben wir gerade unsere Verteidigung hier aufgebaut. Und wir hatten noch was ganz Schönes entdeckt, und zwar die Edelsteine hier, die uns ja natürlich unter den Nagel reißen. Das heißt, wir haben hier endlos Gold, das heißt endlos Spaß. So, ach so, ja, und in der letzten Folge hatten wir auch unsere Arena hier das erste Mal ausprobiert und konnten schon unsere Gold, um eure Geschöpfe zu entlohnen. Feuersalamander drin hier, und uns fehlt Gold, das heißt, baut hier mal ab. Reißt es mal euch unter den Nagel. Geldwäsche wurde verbessert. So, Imps, es gibt rennt nichts los. Mehr zu erforschen. Sehr schön, wir haben alle Zaubersprüche verbessert, das ist doch schon mal grandios. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Ja, das ist doch sehr geil, das heißt, es wird Zeit für Action. So, wir gucken jetzt mal, dass wir das Gold gesichert kriegen. Wir müssen ja was gegen die Kanone machen. Was haben wir denn hier so Schönes? Nehmen wir mal wieder ein Skelett. Mit denen haben wir schon oft Kanonen kaputt gemacht. Das ist immer unser Standard-Kanonenfutter. Das ist sogar schon Stufe 3. Also werden wir jetzt auch hier ordentlich Action machen. Und hier ist eine Fee von uns. Na, kommst du mit, eine Fee? Eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ich glaube, die Fee mag uns begleiten. Und die Kanone hier kaputt machen. Da vorne ist sie schon. So. Jetzt werden wir sie erstmal angreifen. Na, oh, die Fee hat wohl Angst bekommen. Macht nicht mit. Oh, hier ist noch eine Kanone. Die machen wir gleich auch kaputt. Wenn wir schon hier sind, ne? Keine Chance. Auch wenn sie 10-mal größer ist als ich, hat sie keine Chance gegen mich. Na, was erwartet uns da schon so? Oh, hier ist eine Falle. Die machen wir auch gerade kaputt. Eine Wächterfalle wurde in der Falle reingelaufen, natürlich. Nicht so gut. So, die sollte auch gleich kaputt sein. So, und da ist sie kaputt. Und jetzt können unsere Imps auch hier in Ruhe das Gold abfarmen. Bauen wir mal hier einen kleinen Weg durch, damit ich da eine Brücke hinbauen kann. Und wir die Felder dann hier drüben einnehmen können. Aber ich würde sagen, wir greifen dann auch hier durch die Tür dann den Gegner an. Wir werden aber zuerst mal mit dem Zauber hinten dran gucken. Was uns eine da so erwartet. Falle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Nicht, dass wir da so mit in den Schlafraum oder irgendwie sowas reinkommen, wo wir dann krasse Gegenwehr kriegen, weil das können wir natürlich nicht gebrauchen. So. So. Ich würde sagen, wir machen mal hier unser böser Blick und gucken mal hinten dran, was hier so ist. So, was haben wir hier so Schönes? Ja, das sind halt direkt recht viele Kreaturen. Ich würde sagen, wir stecken erstmal hier unsere Feuersalamander und unsere eisernen Jungfrauen in die Arena, damit die ein bisschen trainieren. Ich glaube, wir müssen die auch ein bisschen größer machen. Die ist noch ein bisschen zu klein. Das hatten wir ja schon vorgesehen. Wir hatten nur nicht genug Gold. So, jetzt können die 8 Leute drin trainieren. Auf geht's, trainiert. Die sind zwar erst Stufe 1, aber die trainieren hier drin recht schnell. Wie viele Imps haben wir denn? Die haben auch alle nichts zu tun, das heißt, die können die auch alle schön unsere halbtoten Kreaturen aus der Arena dann einsammeln, damit sie uns nicht wegsterben. So, unsere Trolle arbeiten auch fleißig in der Werkstatt. Wo ist unsere Werkstatt? Wo ist unsere Werkstatt? Hier ist unsere Werkstatt. Hier schön am Rumhammern. Das gefällt mir. Wurde in eurer Werkstatt gebaut. So, den wollten wir auch noch ein bisschen größer machen. Da werden wir jetzt auch gleich, wenn wir da anfangen anzugreifen, richtig viel Besuch drin kriegen. Ich will jetzt mal hier neben nochmal durchgucken. Vielleicht können wir hier auch besser angreifen. Zahltag. Aber wahrscheinlich ist es egal, wo wir reingehen. Hier erwarten uns überall Kreaturen. Oh, wir haben kein Gold mehr. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. So. Das heißt, wir können den letzten hier rausholen. Gucken wir mal, dass der hier eingesammelt wird. Na, sammeln ihn ein. So, der wird jetzt hier wieder in den Schlafraum gebracht, hier hoch. Und da können sie sich dann erholen. Also sind sie schon Stufe 6, schon Stufe 2. So gefällt mir das. Gold, um eure Geschöpfe zu entlohnen. Ja, es sollte hier gleich nicht leisten, Gold beikommen. Zu trainieren. Oh, wir haben richtig viel Mana. Das heißt, wir können auch Horny beschwören. Aber ich würde sagen, wir bauen mal langsam die Brücke hier rüber. Dann können wir hier vorne noch ein paar Fallen hinbauen und dann machen wir die Tür kaputt und dann gehen wir da rein.
Und dann wird gekämpft. Ja, unsere Fallen brauchen noch ein bisschen anscheinend. Wir haben auch nur 5 Trolle. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ich überlege gerade, ob wir so viele schwarze Elfen überhaupt brauchen. Warum seid ihr denn nicht trainieren? Ihr sollt trainieren. Und nicht da Patrouille laufen. Den brauchen wir eh nicht mehr. Von da oben kommt nichts. Das habe ich jetzt beschlossen, von hier oben kommt nichts. Das ist jetzt Gesetz und da müssen sie sich dran halten, sonst gibt's Ärger. So, lassen wir die noch ein bisschen abbauen. Gleich haben wir bald wieder genug Gold. Wir haben schon mittlerweile wieder 17.000. Das geht so ratzfatz mit den Edelsteinen hier. Falle wurde in eurer Werkstatt das gebaut. Reicht. Das reicht. Schicken wir lieber unsere Kreaturen noch mal ein bisschen trainieren. Auf hier. Alle rein. So viel wie geht. Eure Arena ist zu klein. Ah, dann machen wir sie halt noch ein bisschen größer. Wir haben es ja. So. Eine Riesenarena. Es gibt hier richtig jeder gegen jeden. Wir haben schon noch ein paar Imps. Jetzt ist zwar unser ganzes Mana hier wieder weg. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Das kommt recht schnell wieder. Wir haben jetzt 24. Ach, das sind so viele. Jetzt geht das hier alles ratzfatz. Seht ihr, wie schnell das hier abgebaut wird von den meinen Imps. Die wuseln hier schon schön rum. Flop. Und flop. Und flop. So, retten wir mal uns. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Arena. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Casino. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. So, kämpft hier. So, und jetzt gehen wir mal gucken, dass wir gleich hier die Tür kaputt kriegen. Nehmen wir mal unser Skelett, das kann das mal in Ruhe machen, das ist nicht so schlimm, wenn es stirbt, das brauchen wir nicht unbedingt. Unsere Fee ist hier ein bisschen erkunden gewesen. Aber ich habe schon fast gedacht, dass die jetzt hier rauskommen. Machen sie aber anscheinend nicht. Heilen wir unser Skelett mal. So, dann hat es wieder volles Leben. Dann bin ich mal gespannt, was uns hinter der Tür so alles erwartet. Es scheint ja hier schon ein bisschen mehr zu sein, das Gebiet, weil hier hinten haben wir schon was gesehen. Das Gebiet scheint groß zu sein. Aber wir haben ja einen wunderschönen Dungeon, deswegen mache ich mir da keine Sorgen, dass wir das gewinnen werden. Wir werden das natürlich gewinnen, so wie alle Level davor auch. So, unser Salamander ist schon mittlerweile Stufe 7. So, holen wir den mal raus. Stecken wir mal unsere Zauberer rein. Eine und nochmal unsere schwarze Elfen. In eurer Werkstatt und unsere eisernen Jungfrauen. Alle rein. Kämpft! Das ist jetzt Deathmatch. Jeder gegen jeden. Der Beste mögen gewinnen in der Arena. Wetten werden noch angenommen. Was denkt ihr, wer gewinnt? Oh, die eine schwarze Elfe hat schon verloren. Und der nächste Zauberer hat verloren. Viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Ah, die werden so schön stark. Oh ja, wir haben die Tür aufgemacht, würde ich sagen. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Eine Wächter. Okay, wir holen sie jetzt gerade mal aus der Arena raus. Gebaut. Nicht, dass wir jetzt gleich kämpfen müssen. Und nicht, dass die Halder halb tot sind. Arena ist vorbei. Scheint nämlich so, als müssten wir gleich kämpfen. Deswegen heilen wir hier mal alles. Na, wo hab ich denn jetzt hingeschmissen? Heilen, 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 heilen. Eine Fee wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. So, jetzt kommt mal alle hierher. Kämpft! So, noch ein paar Blitze hier. Aber das wäre ja gelacht. Die paar Kreaturen machen wir doch mit links. Wir haben ja auch unsere Wächterfallen als Verteidigung dabei. Oh, das können wir alles gefallen nehmen und foltern. Jawohl. Ihr habt nicht genug Mana, um alle Fallen mit Energie zu versorgen. Das ist sehr schön. Ich muss jetzt nur hier ein bisschen unsere Imps reinschmeißen, dass unsere Kreaturen gerettet werden.
Nicht, dass sie jetzt hier in der Schlacht sterben. Das können wir natürlich nicht gebrauchen. Oh, unser Kerker füllt sich schon langsam. Hier, nicht wegrennen. Ich kann mir leider keinen Blitz leisten. Sonst würde ich jetzt natürlich jetzt wegblitzen, die Fee. Euer Dungeon da ist umgefallen. Ist in Gefahr. Die Geschöpfe sind sauer, weil sie nicht Murmeln spielen können. Weil sie nicht Murmeln spielen können. Euer Kerker ist zu klein. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Okay, unser Kerker ist zu klein, das heißt, wir müssen mal hier ein bisschen was rausholen. Und ab in die Folterkammer stecken. Wir haben leider nur zwei Folterplätze. Das heißt, ihr bleibt im Kerker. Wir machen einfach ein bisschen größer. Es gibt alle Skelette und Skelette sind immer schön. So, wo wird gekämpft? So, Kerker vergrößern. Kerker, ich finde es wohl nicht. Wo ist es? Da ist es. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ui, jetzt habe ich hier Imps eingesperrt. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Wir können ja einfach hier noch eine Folterkammer reinbauen. Oh, oh, nicht genug Gold. Nicht genug Gold, okay. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Das Opfer so, jetzt wird hier gekämpft, aber unsere Kanonen machen das schon sehr schön. Ausgespuckt. Euer Casino ist zu klein. Machen wir das auch noch ein bisschen größer. Wir brauchen aber jetzt hier Gold brauchen wir. Gold. Alles ist zu klein, wir müssen alles vergrößern. So viel Action hier. Aber das wäre gelacht, das kriegen wir natürlich hin. So, wir müssen jetzt mal hier vorne kämpfen. Weil wir müssen uns hier die Edelsteine sichern. Wir brauchen die Edelsteine. Sind hier draußen am Rumlaufen, aber lasst sie hier ein bisschen rumlaufen, das stört mich nicht. Ja, wie wir die fertig machen. Und ein hier ein Blitz, ist in eurem Kerker damit er nicht abhauen kann. Skelett wieder auferstanden. Oh, das gibt jetzt schön viele Skelette. Oh, die hat Stufe 8, das ist natürlich nicht nett. Aber unsere Feuersalamander werden das schon machen. So, noch ein Blitz drauf. Und schon ist sie fertig. Sehr schön. Da kriegen wir jetzt bestimmt auch ein paar Vampire, wenn wir jetzt ein paar Leichen auf unserem Friedhof haben. Und die Leichen haben ja ein recht hohes Level jetzt sogar. Das heißt, wir locken sehr gut damit Vampire an. So, wir könnten hier mal diesen umkehrenden Zauber verwenden. Na, warum geht das hier nicht? Ich treffe ihn anscheinend nicht. Ich würde gern hier einen umkehren. Ach, der muss ja bei mir auf dem Feld sein. Stark genug. Vielleicht ist jetzt schon wieder die vergessen. Zeit gekommen, die Feenfestung anzugreifen und die Schlacht hinter sich ja, zu bringen. Ja, wir sind ja schon dabei. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. So, heilen wir den mal. Ah, wir haben keinen Mana. Jetzt haben wir Mana wieder. So, geheilt. Schon Stufe 7. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Lasst euch doch nichts von dieser elendischen Fee gefallen. Feuersalamander, greift sie an. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Du kriegst noch ein bisschen Essen hier. Ach, wie viel Gold hier rumfliegt. Müssen wir einsammeln. Und ab hier in die Schatzkammer. Oh, dich wollte ich natürlich nicht da. Du kommst hier wieder in den Kerker. Hätte ich ihn beinahe befreit. Ei. Die habe ich jetzt auch befreit. Eine Wächterfalle wurde ist natürlich bescheiden. Werkstatt gebaut. So, die machen wir jetzt aber wieder fertig, natürlich. So, wie geht's meinen Feuersalamandern? Oh, 8 Skelette. Ha, Skelette, auf geht's! Kämpft! Die Fee auch noch dazu. Und unsere Scharfschützen hier an die Seite. So, wir müssen jetzt nämlich mal hier ein bisschen Druck machen, damit es hier auch vorangeht. Wir haben jetzt schon wieder die Viertelstunde vor. Jetzt machen wir den Kampf hier noch fertig. Und dann geht es dann gleich auch wieder in der nächsten Folge genau hier weiter. Aber hier, das machen wir jetzt noch fertig. So.
können wir hier jemanden teilen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben. Das ist auch immer sehr gutes Training, wenn ihr zu Kreaturen kämpft. Dann leveln die nämlich noch viel schneller ab wie im Trainingsraum. Hinten wir schon unsere Skelette, sind schon mit euch schon Level 3 und 2. So, und jetzt können sie wieder trainieren gehen. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen und es hat euch Spaß gemacht, mir beim Spielen zuzusehen. Ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Dungeon Keeper 2 mit dem Tim. Also macht's gut, ciao, ciao.